Hey, Alex, treffen wir uns im Casino, wenn Sie fertig sind auf dem Holodeck, okay? Sicher. Hey, Monroe, das ist toll. Wir kommen doch noch hier raus. Ich hab schon gedacht, wir würden hier für immer festsitzen. Ich habe gehört, dass Sie es sogar ohne mich geschafft haben. Sie haben wohl Glück gehabt, was? Hey, Monroe, schön, dass mit Foster. Der Doc sagt, er wird sich bald erholt haben. Ich war ja noch nie bei einem Einsatz dabei, aber ich sage mir, es gibt immer ein nächstes Mal. Tuvok, kann ich Ihnen helfen? Hey, ich habe ein neues Trainingsprogramm für das Holodeck. Damit wird der neue Photonentorpedowerfer getestet. Hier, versuchen Sie es mal. Oviedo, benötigen Sie etwas?
Deck 2, Casino. Alexander Monroe, Zugang gewährt. Was darf ich Ihnen heute bringen? Wie wäre es mit etwas takalianischem Wein? Eine hervorragende Wahl. Hey, Alex. Hi, Tertia. Scheint, als ginge es langsam bergauf. Scheint so. Tuvok hörte sich recht zufrieden an. Er gewöhnt sich wohl langsam an Sie. Da bin ich mir nicht so sicher. Ach, er muss Sie einfach noch etwas besser kennenlernen. Wissen Sie, ein paar Mal dachte ich schon, Sie würden es vielleicht nicht schaffen. Danke, Nedix. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Das ist toll. Danke, ich auch. Pastete. Was für eine Art Pastete? Oh, nur Pastete. Was für eine Pastete? Lurinax Wühlschabenpastete. Ja, alles geplant, was, Tom? Ein wenig? Und Belana sagt, das Isodesium funktioniert hervorragend. Das ist gut zu wissen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich sehr viel besser fühlen wird, wenn wir aus dieser Todesfalle raus sind. Hört, hört. Entschuldigen Sie. Ja, Monroe? Besatzungsmitglied. Alex? Liz? Ist etwas. Entschuldigen Sie. Ja? Michael? Sorry, ich habe hier zu tun. Also, ich habe mich nur gefragt. Und? Wie ist der takalianische Wein? Ich habe gehört, 2245 sei ein hervorragender Jahrgang. Oh, ja, sehr gut, danke. Also, ich gehe jetzt besser duschen. Wir sehen uns dann später, Alex. Okay, bis dann. Nelix? Ah, Fenrich. Ich höre, Sie haben sich zu einem echten Helden entwickelt. Das muss faszinierend gewesen sein, die Eterianer, diese seltsamen Scavenger und dann die verflixten Borg. Wenn Sie mich fragen, wartet bald eine Beförderung auf Sie. Entschuldigen Sie. Hey, Monroe, das mit dem Borgschiff haben Sie gut gemacht. Wir schulden Ihnen was. Commander? Gute Arbeit, Fenrich. Ihre Mannschaft war wirklich spitze.
Austin! Ich glaube nicht, dass man jetzt schon selbstgefällig werden sollte, Alex. Bewegt sich etwas. Da draußen. Nein, das ist nur Schrott. Nein, es kommt näher, sehen Sie. Sie haben recht. Was kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Art Schiff.